Also als Fazit, die Nacherwärmung am Silo, die vernichtet die wertvolle Energie, die teure Energie, gefährdet die Gesundheit der Tiere. Die Stabilität wird vor allen Dingen bestimmt vom Keimgehalt, der Temperatur und der Zeit. Und ganz grob im Kopf behalten, Erwärmung um 10 Grad bedeutet die doppelte Geschwindigkeit der Mikroorganismen. So ein bisschen wärmer, gerade 10 Grad, verdoppelt sich das. Von 10 auf 20 ist eine Verdopplung, von 20 auf 30 ist die nächste Verdopplung. Ein bisschen warme Silage oder ein bisschen warme Komponenten kontaminiert die gesamte TMR. Der Keimgehalt entscheidet über die Stabilität. Und wenn ich schon viele Keime reinbringe, ist die Stabilität niedrig. Entsprechende Zusätze können die Zeit bis zur Erwärmung verlängern. Sie verhindern keine Erwärmung, sie verlängern aber die Zeit, die wir haben, bis das Ganze gefressen wird. Und dann ist das Thema sowieso durch. Und kontrolliert auch die Kraftfutterlager und die Futtermischwagen. Wie sieht das da drin aus? Was passiert dort? Das können auch wichtige Punkte sein, die uns hier die Probleme machen.